Ich bin gerade Postdoktorand, bin jetzt gerade in der Karrierephase, wo man als eigenständiger Forscher sich etablieren muss. Für das Walter-Benjamin-Programm habe ich mich beworben, weil das Programm einem ermöglicht, an unterschiedlichen Orten ein eigenständiges Forschungsprojekt durchzuführen. Und in meinem Fall war das in London und eben auch hier in Berlin. Das Walter-Benjamin-Programm ermöglicht mir, 2 Jahre jetzt ein Projekt neu zu entwickeln, was dann mein Habilitationsprojekt wird und die Grundlage für die weitere wissenschaftliche Karriere zu legen. Natürlich braucht man eine eigene Forschungsidee, aber ansonsten ist man einfach sehr frei, was sein Thema angeht. Ich kann einfach selbst entscheiden, was ich machen will und vor allem, wie ich das mache. In meinem Forschungsprojekt untersuche ich literarische, aber auch psychiatrische, medizinische und psychoanalytische Texte. Ich gucke mir dabei an, wie wird in diesen Texten von weiblicher Erschöpfung erzählt und ob um 1900 und um 2000 ähnliche Motive, ähnliche narrative Strukturen oder auch ähnliche Ästhetiken aufgegriffen werden. Mein Fachgebiet ist die mikrobielle Ökologie. Dabei beschäftige ich mich mit Unterseevulkanen oder auch sogenannten Black Smokern in der Tiefsee. Dort haben Mikroorganismen spezielle Fähigkeiten entwickelt, um in diesem extremen Habitat zu überleben. Und wir versuchen, neue Mikroorganismen zu entdecken, die schwer abbaubare Polymere abbauen können. In meinem Forschungsvorhaben geht es darum, die Erkennung von mobiler Schadsoftware zu verbessern. Da hat man bereits herausgefunden, dass sich hier für maschinelle Lernalgorithmen sehr gut eignen. Das Problem an diesen Algorithmen ist allerdings, dass diese Modelle, die da gelernt werden, über die Zeit veralten, also die Erkennungsleistung sinkt. Und das Ziel meines Projekts ist, diese Erkennungsleistung über die Zeit robuster zu gestalten. Frisch aus der Promotion ist erstmal auch viel Verwirrung da. Wo geht es hin? Worauf muss ich jetzt vielleicht auch strategisch achten? Und da hilft es einfach enorm, jemanden zu haben, der als Mentorin oder als Mentor zur Seite steht. Der Vorteil von Mentoren oder Mentorinnen ist, dass es sich dabei nicht um eine Person in einer Machtposition handelt, sondern es ist eine kollegiale Begleitung, die im Idealfall hinter die Kulissen des Wissenschaftssystems gucken lässt. Mobilität ist deshalb so wichtig, andere Forscherinnen und Forscher kennenzulernen, sich mit diesen auszutauschen und sein eigenes wissenschaftliches Netzwerk aufzubauen. Und natürlich macht es auch Spaß, mit anderen Forscherinnen und Forschern zusammenzuarbeiten. Netzwerken ist eher ein ganz großes Thema in der frühen Qualifikationsphase nach der Promotion. Und ein Vorteil im Walter-Benjamin-Programm ist, dass dieser Standortwechsel gefordert wird und der führt ja auch automatisch dazu, dass man andere Leute kennenlernt und neue Netzwerke knüpft. Man ist völlig frei in seiner Wahl der Gastinstitution. Man kann nach Neuseeland gehen, in die USA, man kann in Europa bleiben. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in der wissenschaftlichen Karriere bleiben möchte, dass man auch andere Systeme kennenlernt. Das Walter-Benjamin-Programm ist so etwas wie ein Brückenschlag, also um 2 Jahre lang die Möglichkeit zu geben, etwas Neues zu entwickeln. Und dann ist es auch so etwas wie eine Wertschätzung, die auch die Tür ein Stück weit aufmacht für Folgeprojekte und Folgeförderung. Ich kann einfach das weiterverfolgen, was ich liebe und was ich immer machen wollte. Ohne dieses Programm wäre mein wissenschaftliches Netzwerk auf jeden Fall deutlich kleiner und das hilft mir dann auf jeden Fall auch im Verlauf meiner Karriere weiter.